Das könnt ihr euch nicht ausmalen, was hier abgeht. Oh. Wir versuchen jetzt den größten Schneemann der Welt zu bauen. Shimona. Ich hoffe, wir verlieren uns nicht im Wald. Über den Wolken, Leute. Rolling again! Ey, wie lustig ist das denn? Karin gibt mir ihre ganze Skiausrüstung. Auch mein Anzug. Karin, the best here. Jungs, heute werden noch geile Fotos gemacht, oder? Yeah, baby. Los, merkst du eigentlich nicht, du bist fehl am Platz mit deinem Outfit hier? Die Motivierten gehen direkt auf die Piste, die nicht so Motivierten machen andere Sachen. Aber schaut euch das hier an. Unsere Hütte und jetzt, pass auf. Da, fährt er. Der Junge. 3, 2, dann zeig mir, was du kannst. Ich zeig dir. Sprücheklopfer. Oh! Aha. Vorsichtig fahren! Vorsichtig, da kommt Glatteis! Freunde, das könnt ihr euch nicht ausmalen, was hier abgeht. Wie soll ich hier runterkommen? Wo bin ich hier? Bitte helfen Sie mir, ich bin in Gefahr. Bitte helfen Sie mir. Matze, 10er, wenn du da runtergehst. It's Vlog-Time! Schaut euch an, was Mutter Natur uns gegeben hat. Wow, wow, wow. Weg von der Konsole und rein in die Wildnis. Guckt euch diesen Ausblick hier an. Es ist schon wieder passiert. Ich sag mal so, Leute, der Boris ist on the road again! Also, das ist anders. Der kommt nicht aus dem Schnee. Also Leute, ich sag's euch, Jesus, der Boris ist on the road again. Ja, der wirft alles weg. Helf mal bitte hoch und pack die Kamera weg. Zieh. Oh. Boah, wie ein Kran muss ich den hier hochziehen. Jetzt geht's on the road again, let's go. Ja, freilich, jetzt gibt's eine Hüttengaudi hier auf den Bergen. Leute, immer erst eine Frittatensuppe auf der Hütte. Boah. Da sitzen sie, die drei Muskeltiere. Herz für Boris. Hier haben wir Fleisch mit Nudeln, Salat, noch nie Käsenockerl. Käsenockerl, und das kennt jeder hier. Wurst Pommes. Aber der Kollege hier hat es natürlich wieder übertrieben. Warum übertrieben? Ja. Zeig mal bitte deine Hose, das ist doch nicht normal. Sein Bauch passt nicht mehr in die Hose rein. 8:01 Abend. Gute 15 Minuten in der Sauna. Schön in die Schlappen. Und jetzt geht's in den Schnee. Schnitzel, Digga. Schnitzel. Ein Pool, Semmelpool. Oh, Digga, es prickelt, Alter. Ich bin paniert, Digga. Du musst auch arbeiten, ne? Achso, ja. Ich bin ja schneiden, naja. Lustige Szene. Oder ich sitze hier, ich rieche die ganze Zeit was, irgendwas im Küchenbereich. Aber ich sehe Holzi da stehen. Ich denke mir, da kann nichts Gutes bei rumkommen. Aber dann. Bruder, leckere Lachsschnitte gezaubert hier. Eiweißbrot von Tom geklaut. Lachs geklaut, Eier geklaut, Zwiebeln geklaut. Das Beste draus gemacht. Ne? Aber sag mal bitte, so viel Platz hier. Warum hier? Ich sitze hier und du hier. Bruder, für Motivation, damit du riechst und dann denkst du dir, du musst schneller schneiden, damit du dann schneller essen kannst, Bruder. Ab zu Meckes. Auf diesem Stuhl sitze ich mehr als im eigenen Bett. Unglaublich. Geil. Unsere kleine süße Maus hier. Ja, kann nicht ohne Süßigkeit. Ich glaube, Boris ist nur nett, damit du sagst, magst du mal probieren? Psst, psst.
20 Minuten später. Oh, wie anstrengend. So schnell der Weg nach oben. Oh! Zweiter Tag. Good morning in the morning, new day, same breakfast. On the road again. Bist du da? Ah! Hat er nicht gemacht! Wir gehen jetzt zur Spielewiese, haben eine Teambuilding-Maßnahme, eine Stunde Volldampf geben. Schaut selber. Alle haben die größten Ski-Outfits an. So macht man das hier. Wir sind die Styler. Man muss auch immer gut aussehen. Weißt du, wie ich meine? Alles für Instagram. Für die netten Mädels. Zum Größten. Yummy. Was ist das? Was machen die da, Junge? Ach du Scheiße. Was machen die da? Wir versuchen jetzt die größten Schlemmer der Welt zu bauen. Mit so einer kleinen Kugel fangen wir an. Hier seht ihr, Mo macht den Anfang. Mo einfach Baumeister, Alter. Ja, Mann. Hier seht ihr nebenan, fangen schon die nächsten an. Die haben eine ganz andere Taktik hier. Die drehen das um die eigene Achse. Boah, Digga, der ist ja schon übergroß von denen. Boah. Hier wird eine Sabotage betrieben. Boah, wie geil aber diese Kugel aussieht. Ich muss sie beschützen. Wie ist der Stand der Dinge, Leute? Also. Oh! Das ist ja wirklich Sabotage auf dem nächsten Level. Was die aber da auch machen, ist auch ganz anders. Jordan gibt Anweisungen. Von außen betrachtet kann man immer sagen, ne? Ja, weil von nahen, die sehen nicht, ob eine gute Kugel ist. Von weiter weg, ja. Ich sehe, dass so ist. Oh, nein! Der Ball rollt den weg. Aber nur um zu zeigen, wie stabil das Ding ist. Uff! Das ist wirklich heavy. Wir machen jetzt Angriff der Klonflieger. Oha, als ob das so schwer ist. Oh, wie ist die Lage, wie ist die Stimmung? Die Lage ist plain. Inzwischen. Oh, oh, das war. Sabotage kommt. Oh, oh. Oh, schleppt schon. Ist der Kopf. Ja, sieht doch geil aus. Habt ihr euch das einfacher vorgestellt? Kann man so sagen. Guck mal, wir machen hier die Arme rein. Und hier so auf die Höhe, würde ich sagen. Groß noch? Das sieht ein bisschen aus wie ein Löwe. Natural Chief. Aus vorne dem Mund. Eigentlich hier den hier. Boah! Stell auf, komm. Was ist das denn? Dritter Tag. Unser Muskeltierfreund Fischer hat sich halt verabschiedet. Er muss leider nach Hause. Aber das Duo bleibt. Das Duo bleibt wie bei Fortnite. Das ist nicht normal. Wie sollen wir und wo sollen wir hier runterkommen? Runter kommt man immer. Eure Nummer 9, Leute. Nicht nur auf dem Platz eine Legende. Wir sind jetzt hier im Einkauf. Die zwei Tuttelhäubchen hier, die haben sich dicke, fette Einkaufsliste gemacht. Wir holen jetzt hier, was wir brauchen, damit das wieder kein Chaos hier gibt. Nur gesund, Leute. Wir leben nur gesund. Guckt mal in unseren Einkaufswagen. Da, Clementine, da drüben Zucchini. Jetzt 7 Tage satt. Guck mal, die Sahne. Partysahne? Disco Partysahne, Disco Disco Partysahne. Zweiter Einkauf, wieder komplett verrückt geworden. Ohne diese zwei Ladies wäre dieses Haus in 2 Tagen komplett ein Saustall gewesen. Oh, Johnny, wir gehen immer schnell nach Hause. Hihi, Shimona. Vierter Tag. Neuer Tag, selbes Vergnügen. Noch nie so oft Porridge hintereinander gegessen. Ich meinte, diese gesunde Essen tagtäglich führe ich auch hier im Ausland fort. Wieso isst du nicht dein Porridge und was hier? Das ist meins. Mach keine Sorgen, das ist meins. Und bald wieder sitzen wir in der Gondel mit Special Guest. Ladies and gentlemen, it's me! Woo! Yeah! Karin, du weißt schon, dass wir hochfahren, ne? Und du musst runterkommen. It was at this moment that he knew. He fucked up. Fährt das nicht so die ganze hoch und runter nur? Du kannst auch hier Runden drehen, ja? Ja. Orange trägt nur die Müllabfuhr. Karin hat den Aufstieg vermasselt. Das gibt es nicht. Das gibt es nicht. Das ist anders. Sie fährt eine Ehrenrunde runter. Irgendwann später. Schaut euch diese Kulisse an. Und schaut jetzt hier runter. Das ist keine normale Piste, das ist eine Offroad-Piste. Ich werde mich da runterwagen.
Alter. Ist mega, mega anstrengend. Nach so einer Fahrt hat man auch riesen Hunger. Immer erst eine Frittatensuppe auf der Hütte. Also was hier für ein Gummi ist in meiner Suppe, ist mir aber auch ein Rätsel. Sorry? Hier war der Gummi in meiner Suppe. Butter, wir werden über den. Bewertung? 7 von 10. Würde ich auch sagen. Ladies and Gentlemen, zur Nachspeise gibt es? Gerne, mit Vanillesoße und Bohnen. Hütte. 8 von 10. Eine kurze Frage. Ja. Warum ist die Buchse eigentlich schon auf? Das war mal. Butter, wir werden über den. Unser Schlepper der Gruppe, der breiteste. Jetzt wird geballert, ne? Film mal, der kann nicht mehr. Kurz sieht, der kann nicht mehr. Schmeckt richtig gut hier. Oh, nochmal, ne? Ja, easy. Okay. Karin hat sich hier Foto abfotografiert, wie sie die Schuhe hier zugemacht hat. Ja, damit ich das merken. Damit perfekt eingestellt ist. Ja, weil Boris mir das eben eingestellt hat, jetzt will ich, dass das so bleibt. 6,5 Stunden später. 23.15 Uhr. Mitternachtssnack is calling. Wenn keiner was sagt, dann schmeckt's. Yvonne und Karen. Morgen, ganz sicher. Heute 4-Schanzentournee. Wir gehen einen Berg hoch, dann den Berg runter, dann den zweiten hoch, von daraus auf den dritten, von daraus auf den vierten, die ganze Tour wieder zurück. Ich hoffe, wir verlieren uns nicht im Wald. Gesagt, getan, wir stehen hier. Wir fahren jetzt hoch zum ersten Berg, gucken dann, dass wir da runterkommen und auf den zweiten kommen. Also dieser Ausblick ist next level. Marcel und ich befinden uns jetzt auf der zweiten Spitze, auf dem zweiten Berg. Wissen nicht so recht, wo lang. Marcel fragt hier den Liftbeauftragten, wo wir vielleicht, wo es lang geht. Ich höre nur Marcel reden. Ja, danke schön, vielen Dank. Er kommt zurück. Marcel kommt mit einem Grinsen auf mich zu und sagt, ich habe einfach kein Wort verstanden. Junge! Aber jetzt, wohin? Keine Ahnung, wir gucken einfach. Okay. Ein Kruzifix am Meier muss ich da fahren, die Lifte da und die linke hier. Passt schon, gell? So sehen die Karten aus. Der Kartenleser am Werk. Keine Ahnung. Wir sitzen jetzt im Sessellift und fahren den dritten Berg nach oben, fahren den dann komplett runter und dann müssen wir da den richtigen Lift finden, um auf den vierten Berg zu kommen. Die Kulisse ist idyllisch. Super Wetter. Wow, einfach. Da ganz weit hinten, hinter dem Berg, im Nebel haben wir angefangen, sind dann über die Berge. Jetzt sind wir hier auf dem Weg zum vierten Berg. Ich weiß nicht, wie das im Video rüberkommt, aber in Real Life next level, wirklich, Matze. Anders. Das ist wirklich anders. Über den Wolken, Leute. Das ist eine riesen Wolkendecke. Da hinten sehen wir den Mount Everest. Das ist wirklich ein Format. Jetzt ist die 4-Schanzentournee zur Hälfte erledigt. Jetzt müssen wir wieder zurückfahren. Dann morgen. Heute ist es wirklich eisig kalt. Wir haben jetzt schon eine Abfahrt genommen. Karin verbessert sich step by step. Es schneit, Leute. Dementsprechend ist die Sicht richtig komisch. Wenn wir fahren, das wird sich an. Aber wohin fahren wir denn jetzt? Jetzt fahren wir, guck mal, Leute, ich bin einmal richtig gefahren. Jetzt ziehen die mich direkt auf die höchste Spitze des Berges. Aber nicht zum Skifahren. Der Vlog ist einfach der beste. Jeden Tag dasselbe, wie alte Kassette am Drehen. Nur deswegen hierher gefahren. Wie heißt das nochmal? Tiroler Gröschel. Tiroler Gröschel. Für den kleinen Nachtisch eine kleine Platte geholt. Was diese Fake-3-Löffel hier angeblich sagen sollen, ist eine andere Rätsel. Die Buchse ist auf, ihr wisst, was das heißt. Die Inspiration kam von euch. Gut, dass du probiert das letzte Mal, ne? Ja, und jetzt werde ich auch zum Pommespanzer. Zu Hause angekommen geht es jetzt in die Sauna, in den Pool und dann bereiten Karin und ich ein großes Festmahl vor. Das seht ihr dann nächste Woche Mittwoch. Karin vs. Boris mit einer fetten Jury, die das Essen bewertet. Das wird wild. Wir befinden uns jetzt auf dem Rückflug nach Hause nach einer spaßigen langen Woche. Jetzt wird weiter gehasselt.
Ich hoffe, der Vlog hat euch gefallen und bis Mittwoch bei der Kochshow. Ciao. Thanks. Das ist ganz anders. Das ist ja? Wirklich nicht an dieser Welt. Let's go.